Hi Leute, heute geht es darum, warum ich mich nie um meine Gesundheit gekümmert habe in meiner Jugend. Bis zu einem Tag. Heute möchte ich dir meine kleine persönliche Geschichte erzählen. Und was du daraus ziehen kannst, was du dir auch daraus rausholen kannst bezüglich deiner Gesundheit, wie du dadurch auf deinem Weg vorankommen kannst und eine andere Motivation bekommst. Und zwar, die Geschichte, das war in meiner Jugend, und zwar, vielleicht kennst du das selber, bei mir war es so, als ich groß geworden bin, ich habe mich ständig bewegt. Ich war jeden Tag in Bewegung. Ich wollte mich jeden Tag bewegen. Ich hatte mega viel Freude an der Bewegung. Und ich habe Fußball gespielt auf dem Bolzplatz den ganzen Tag, Inliner gefahren, ständig oder Fußball gespielt. Und ich konnte unglaublich viel essen zu der Zeit. Ich musste mich nicht um meine Gesundheit kümmern. Und ich weiß zum Beispiel noch einmal bei meiner Oma, als wir zum Essen waren, Familienfeier, und da hat meine Oma oft Klöße gemacht. Klöße mit Soße und Sauerbraten, gab's damals noch. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe sechs solche fetten Klöße gegessen. Und die ganze Küche hat geduftet und man konnte reinhauen, wie man wollte. Und hat extrem viel gegessen. Und jeder war immer neidisch und hat gesagt, ja, du kannst es ja noch vertragen und in deinem Alter. Und ich dachte immer, ey, okay, ich bin jung, ich bin gesund, ich bewege mich und alles ist top und alles ist gut. Und irgendwann aber kam so der Moment, ich war schon ein bisschen länger Vegetarier, seit ich 15 bin, und mit 19 Jahren habe ich dann auf eine komplett pflanzliche Ernährung umgestellt, und das war eben eigentlich nur aus ethischen Gründen motiviert, also nicht wegen der Gesundheit. Darum habe ich mich eigentlich eben nie gekümmert, weil ja auch jeder immer gesagt hat, ey, als Jugendlicher machst du dir eh keine Gedanken drüber. Und ich dachte halt, ist schon alles in Ordnung. Wie gesagt, jung, fit, mach Sport. Passt alles. So. Und dann die Ernährung umgestellt aus ethischen Gründen. Das heißt, ich wollte einfach keine Tiere mehr essen, beziehungsweise da das Tierleid einfach ein bisschen senken. Wirklich ethisch motiviert am Anfang. Und ist auch immer noch ein ethischer Aspekt dabei natürlich. Aber da war dann der Punkt, wo ich eine Zeit lang mich dann komplett pflanzlich ernährt habe. Wo ich gemerkt habe, ey, beim Sport, beim Fußballspiel, auf dem Platz, ich konnte mich viel mehr bewegen, die Regenerationszeit war viel besser, das heißt, ich konnte mich jeden Tag bewegen. Muskelkater war kaum noch vorhanden und wenn in einem viel geringeren Ausmaß, also wirklich signifikant. Und ich hatte vorher damit, also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet bei der Umstellung, es war ja wirklich ethisch motiviert. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, ey, ab dem Tag habe ich mich jetzt wirklich mal mit einer gesunden Ernährung beschäftigt, weil ich gemerkt habe, hey, ich dachte, ich bin gesund. Ernährung ist eben nur ein Aspekt. Aber das habe ich eben nur später dann gemerkt, als ich was verändert habe. Und vielleicht kennst du die Geschichte von dem Frosch im Wassertopf. Der sitzt da so drinnen, unten ist so ein bisschen Wasser drin und da hockt der Frosch drin auf der heißen Herdplatte. Jetzt drehst du den Herd ganz langsam an. Und weil sich das Wasser ganz langsam erwärmt, bekommt der Frosch
der da in dem Topf drin hockt, ist überhaupt nicht mit. Er nimmt nur den Unterschied wahr, wenn er ganz schnell ist und wenn er von Anfang an in heißes Wasser springt. Und irgendwann ist der Frosch am Kochen. Das habe ich genau gemerkt, ey, wo ist der Unterschied zu meiner Gesundheit? Ich dachte vielleicht, ich bin gesund, aber am Ende war es so, dass es dieser Prozess, wo man sich immer einen Ticken schlechter fühlt, ganz schleichend passiert. Wie die Veränderung vom Wasser in dem Kochtopf. Aber du kannst dir das auch bewusst machen. Und wenn du mal was veränderst, wenn du es ausprobierst, dann wirst du sehr schnell merken, was das für einen Effekt hat. Und häufig fällt man dann, ich kenne das ja, auch wieder in alte Muster und denkt sich, ach, ist ja nicht so schlimm. Aber wenn man mal ehrlich zu sich selber ist und das Ganze nicht ignoriert, dann merkt man, dass es schleichend immer schlechter wird. Wie wenn du in die Vergangenheit mal schaust und dich fragst, hey, wie hast du dich, wie glücklich warst du an einem Tag in deiner Kindheit, wenn du so ein 24-Stunden-Segment hast, ein Tag, wie glücklich warst du da? Da musste schon irgendwas passieren, dass du dich mal schlecht gefühlt hast, dass du aufgehört hast, die Welt zu entdecken und das Leben hier wirklich zu spüren und zu erfahren. Und wie ist es heutzutage? Es ist vielleicht eher umgekehrt. Da muss schon mal ein ganz tolles Ereignis passieren, dass du dich überhaupt mal ein bisschen regst, dass du rauskommst, dich gut fühlst, glücklich bist, mal wieder strahlst und lächelst und einen Tag, ein 24-Stunden-Segment wirklich mit mehr Freude verbringst. Und diese Frage solltest du dir wirklich mal ehrlich beantworten. Wie hat so ein Tag in deiner Jugend ausgeschaut? Wie hat ein Tag in deiner Kindheit ausgeschaut? Wie glücklich hast du dich gefühlt? Wie gesund warst du? Wie frei, unabhängig? Konntest die Welt entdecken, raus in die Natur gehen? Hast dich bewegt? Hast dir keine Gedanken gemacht, dass dein Knie weh tut oder sonst was ist? Sondern alles hat funktioniert. Und wie ist der Unterschied heutzutage? Gesundheitlich und auch von deiner inneren Haltung eben, von deiner Freude, von deiner Lebensfreude, von deiner Stimmung, von deiner Laune, wie es dir geht, was für ein Strahlen du auf den Lippen trägst, wie schaut es heutzutage aus? Wie ist der Unterschied? Und das ist der Punkt. Wir müssen nicht in diesem Kochtopf hocken, sondern können einfach rausspringen. Weil wir können es wahrnehmen, wenn wir bewusst darauf achten. Dann merkst du den Unterschied. Und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber es passiert eben schleichend, wie das Wasser im Kochtopf. Aber dann ist es eben zu spät. Und dann kommen die gesundheitlichen Probleme. Und wenn du mal in unsere Gesellschaft schaust, dann siehst du, dass die immer früher sogar kommen. Es wird ja auch dann an die Kinder weitergegeben. Wenn die Körper schon nicht gesund sind und dann einen dritten Körper zeugen, aus zwei ungesunden, in dem Fall ergibt Minus und Minus nicht Plus. Und manche denken jetzt vielleicht, dass Ignoranz ein Segen ist und man es so lange ignoriert einfach und dann ist es zu spät. Und dann kannst du nicht mehr aus dem Kochtopf rausspringen. Und das ist genau der Punkt. Wenn du dich um deine Gesundheit kümmern möchtest, dann gibt es keinen besseren Zeitpunkt, als das jetzt zu tun. Und dann gibt es nichts Besseres, als es in Angriff zu nehmen und es nicht zu ignorieren und es irgendwie schön zu reden, sondern einfach mal die Realität anzuschauen, wie es ist. Das ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach so. Und wenn man das schon gesehen hat, dann sollte man es auch erkennen und akzeptieren und dann natürlich was dran ändern.
Und das habe ich von dem Tag an eben gemacht. Habe da gemerkt, okay, Ernährung hat bei mir unglaublich viel ausgelöst einmal. Dann Atemübungen, Körperübungen. Und das habe ich seitdem immer weiter ausgebaut. Und wenn ich mir das 24-Stunden-Segment bei mir heutzutage wieder anschaue, dann hat sich's in den letzten 10 Jahren wieder dahin entwickelt, dass da immer mehr Freude wieder da ist, dass die Zeit einfach wieder schneller vergeht. Daran kannst du es auch messen. Und wenn ich mir die letzten Jahre anschaue, dann sind die einfach wie ein Schnipser vorübergegangen. Ich stehe auf, die Sonne geht auf, steht hoch und geht wieder unter. Und der Tag fliegt einfach vorbei. Wie Einstein auch schon gesagt hat, Zeit ist relativ. Eine Minute auf einer heißen Herdplatte kann dir wie eine Ewigkeit vorkommen. Aber eine Stunde mit einer schönen Frau kommt dir vor wie ein paar Minuten, Sekunden, wie ein kurzer Moment. Und das ist genau der Punkt. Wenn du wieder zu mehr Gesundheit, zu mehr Energie, zu mehr Ausgeglichenheit, zu einer inneren Stabilität gelangst, wirklich wieder die Welt entdeckst, raus in die Natur gehst, wieder das machst, was du wirklich machen möchtest, sei es Wandern, Skifahren, sonst was, ohne Schmerzen, dann ist das genau der Punkt, den du bedenken solltest. Und ich habe es von dem Tag an auf jeden Fall nicht mehr ignoriert. Und wenn du Lust hast, dich auch gemeinsam auf die Reise zu machen, dann komm gern mit uns. Am 9. Mai haben wir wieder ein Event nämlich und da treffen wir uns alle, die jetzt auch auf dem Weg in der Zusammenarbeit mit dabei sind und ja, gehen den Weg gemeinsam 12 Monate lang. Und wenn du da auch noch dabei sein möchtest, dann lass uns da gerne mal sprechen. Unten drunter ist ein Link, da kannst du dich sehr gern für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Und da freue ich mich drauf, dich kennenzulernen. Und dann können wir einfach schauen, wo du jetzt stehst, wo du wirklich gesundheitlich hin möchtest und ob wir dir dabei helfen können und ob wir diese Reise wirklich gemeinsam gehen. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar unten drunter und gib einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und dann wünsche ich dir heute noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes 24-Stunden-Segment mit vielen glücklichen Momenten und das war's. Bis dann. Ciao.